Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Dom und über die Medien von nah und fern in dieser Stunde mit uns verbunden, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zur Feier der Eucharistie. In dem Tagesgebet des heutigen Tages hören wir das Wort, dass wir bitten darum, dass Gott uns ein neues, ein reines Herz schenke, damit wir ihn aufnehmen, sein Wort und ihn und ganz aus seinem Geiste leben. Ihm, der für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und so wollen wir uns öffnen und Gottes Erbarmen auf uns herabrufen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme von uns alle Sünde und Schuld und schenke uns das ewige Leben. Thank you.
Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr: Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er wohnt auf heißem Wüstenboden im Salzland, das unbewohnbar ist. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt,
seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge, er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn ihr allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Wort des lebendigen Gottes. Hallelujah.
So spricht der Herr, freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit stieg Jesus mit ihnen den Berg hinab, und in der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon, sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er richtete seine Augen auf seine Jünger, und er sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tage, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, jeder von uns kann ein Lied davon singen, von den Entscheidungen, vor denen wir tagtäglich stehen und die zu treffen sind. Entscheidungen, die unseren Alltag bestimmen, Entscheidungen, die noch eine Stufe weiter unser Leben maßgeblich beeinflussen. Berufliche, familiäre Veränderungen und nicht zuletzt Entscheidungen, die wir als Lebensentscheidungen qualifizieren, die Fragen und Themen um Familie, Kinder, um unseren Glauben. Wir können in der Tat manche Entscheidungen hinausschieben. Hin und wieder tun wir das auch ganz gerne. Aber auch das ist unter Umständen eine mein Leben prägende Entscheidung, wenn ich mich vor den notwendigen Entscheidungen drücke. Keine Entscheidung
ist auch eine Entscheidung. Es gibt Situationen, in denen man nicht länger mehrgleisig fahren kann. Situationen, liebe Schwestern und Brüder, in denen man eindeutig sagen muss, was ich will und wie es weitergehen soll. In den Schrifttexten des heutigen Sonntags, in den beiden Lesungen wie im Evangelium, geht es auch um Lebensentscheidungen. Um die Beantwortung von Fragen, die die Jünger, die wir, nicht beliebig lang vor uns herschieben können. Entscheidungen, die ich treffen muss, wenn ich selbst der Chauffeur meines Lebens bleiben möchte. Wenn es darum geht, mein Herz, mich selbst zu verankern oder, wie wir es im Tagesgebet gesagt haben, Gott aufzunehmen. Der Prophet Jeremia aus dem Alten Testament bringt es auf den Punkt, wenn er aus seinem Glauben verkündet: Verflucht ist der Mann, der nur auf Menschen vertraut. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und im Evangelium, Jesus stellt seine Jünger ebenfalls vor die Wahl, sich den Seligpreisungen zu öffnen oder den Wehrufen zu verfallen. Es geht in diesen Texten wie in der Lesung aus dem Korintherbrief bei der Frage nach der Auferstehung von den Toten um den Lebensweg eines jeden einzelnen Menschen von uns. So wie es im Alten Testament im Buch Deuteronomium formuliert ist: Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle du das Leben. Liebe Schwestern und Brüder, darauf kommt es an. Das ist die Summe. Wähle du das Leben. Gott will, dass wir leben. Und er lädt uns ein, diese Wahl, diese Entscheidung in dieser Richtung zu treffen, damit wir leben, du und deine Nachkommen. Zwei großartige Sätze über die Beziehung Gottes zu uns Menschen. Das eine, Gottes Herzensanliegen ist es, dass wir das Leben haben und es in Fülle haben. Und dann, auch das ist nicht zu unterschätzen, wir haben die Freiheit der Wahl. Gott berührt uns, aber er lässt uns die freie Entscheidung, wie wir unser Leben gestalten, wo, bei wem wir uns festmachen, glauben, verwurzeln. Weil Gott die Liebe ist und Liebe nur angst- und zwangsfrei gelebt werden kann, lässt Gott uns die Wahl, wofür wir uns entscheiden. Allerdings gibt er uns auch den Auftrag, uns zu entscheiden. Und er nennt die Konsequenzen, die sich aus jeder Wahl ergeben: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Aber dann auch den Weheruf: Weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Für nicht wenige Menschen, liebe Schwestern und Brüder, sind solche Sätze schwer verständlich. Jesus preist etwas selig, das im allgemeinen Leben der Menschen unserer Gesellschaft negativ erlebt wird. Arm zu sein, Hunger zu haben,
Tränen zu vergießen, gehasst zu werden. Und Jesus warnt vor etwas, das im allgemeinen Leben der Menschen positiv erlebt wird. Reich zu sein, verfügen können, satt sein, Freude haben zu lachen, geliebt zu werden. Wie können wir das verstehen? Als ein erstes ist sicher wichtig, die Adressaten der Worte Jesu, die wir eben im Lukas-Evangelium gehört haben, in Blick zu nehmen. Jesus sagt nicht, selig die Armen im Lukas-Evangelium, sondern selig im Blick auf die Jünger, ihr Arme. Selig, die ihr jetzt hungert, im Blick auf die Jünger und die Menschen. Armut, das ist uns allen klar, ist kein erstrebenswertes Ziel. Armut ist zu bekämpfen. Kinderarmut wie die Altersarmut. Weil sie, wie Bischof Dom Helder Camara sagt, die Armut den Menschen seiner Würde beraubt. Die Hilfswerke der Christen, Miserio, Brot für die Welt, Adveniat, sie sind ein Ausdruck dieser Hilfe. In diesem Jahr, in 3 Wochen, werden wir am 10. März hier im Kölner Dom in einem Pontifikalamt mit unserem Erzbischof und Kardinal und vielen Bischöfen der Weltkirche werden wir die diesjährige Fastenaktion Miserio eröffnen, die in diesem Jahr unter dem Thema steht: Mach was draus, sei Zukunft, mit dem Partnerland El Salvador. Liebe Schwestern und Brüder, nicht die Armut wird selig gesprochen, sondern der in Armut lebende Mensch. Und an ihn, an den in Armut lebenden Menschen, an dessen Seite, so sagen es uns die Seligpreisungen, stellt sich Gott. Wenn Jesus die armen Menschen glücklich preist, dann meint dies: Glücklich sind die, selig sind die, die alles, woran ihr Herz hängt, bei Gott verankern. Damit bekundet Jesus, dass aus Gottes Sicht keine menschliche Sehnsucht, nichts, was uns hier irdisch erfüllt mit den Gütern der Erde, keine solche Sehnsucht befriedet werden kann. Und auch diese Erfahrung kennen wir, selbst in den Stunden, in denen sich unsere menschliche Sehnsucht für einen Moment erfüllt, bricht sofort eine neue und oft eine noch stärkere Sehnsucht auf. Wir kommen nicht zur Ruhe. Die Sehnsucht der Menschen, das, was uns wirklich in die Ruhe führt, das ist angelegt auf Ewigkeit. Auf den, der allein alle Sehnsucht der Menschen erfüllen kann. Auf Gott. Alfred Delp hat das in einem wunderbaren Satz der Jesuit 1944-45 einmal so ausgedrückt: Das gebeugte Knie und die hingehaltenen leeren Hände sind die Urgebärde des freien Menschen. Hunger, Armut, Trauer, sie prägen unser Leben, auch unser christliches Leben. Das ist unsere Erfahrung, dass sie im Leben immer etwas offen bleibt.
Es gibt diesen Hunger nach mehr. Es gibt den Hunger nach dem, was bleibt und nicht vorübergeht und kommt und was ich wieder verlieren kann. Nach dem, was die Not, was die Zeit überdauert. Es gibt den Hunger nach Liebe und nicht nur für ein paar Stunden. Oder im Karneval heißt es in einem Lied für eine Nacht. Sondern nach einer Liebe, die mich trägt, auch wenn Finsternis mein Leben umgreift. Es gibt den Hunger, der mich antreibt, unterwegs zu sein, mir Ziele zu setzen und das ein oder andere auch zu erreichen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Sehnsucht, die in uns gelegte Sehnsucht des Menschen nach Leben, nach Liebe und nach Angenommensein. Die Sehnsucht, die sich nicht abspeisen lässt mit oberflächlichen, zeitlichen Erfüllungen. Und um diese Seligkeit geht es in den Seligpreisungen, wenn es da um den armen, den hungernden Menschen geht, wenn es um den, der am Rande der Gesellschaft steht, geht. Um den, der Ausschau hält nach dem Ewigen, nach Gott. Das ist die Sehnsucht, die Jesus meint. Jesus, liebe Schwestern und Brüder, er lädt seine Jünger ein und er berührt sie, den Weg zu suchen, den Weg zu finden, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die aus diesem Hunger nach Leben getragen sind, die getragen sind aus unserer tiefen, von Gott uns in unser Leben hineingelegten Sehnsucht nach dem Ewigen, nach unserem Schöpfer, nach dem lebendigen Gott. Jesus lädt uns ein, in ihm diese Sehnsucht zu erfahren und die Erfüllung zu erfahren. In ihm, der uns Heimat und ein Zuhause schenken will und der uns einlädt mit dem Thema von Miserio. Mach aus deinem Leben etwas. Sei Zukunft. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Factorem sui aeterne, visibilium omnium, et invisibilium.
zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Lehrer der Menschen, der uns Gottes Weisheit und Wahrheit verkündet und uns den Weg zum Heil weist, rufen wir voll Zuversicht. Für unseren Erzbischof Rainer, stärke ihn in seinem Dienst und lass sein Wirken reiche Früchte tragen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Verantwortlichen in unserer Kölner Domstadt, fördere ihr Bemühen um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und der Menschen, die sich als Besucher bei uns aufhalten. Christus, höre uns. Für die Armen, die Hungrigen, die Ausgestoßenen, zeige du dich ihnen als die wahre Freude ihres Lebens und richte sie auf und sende ihnen Menschen, die ihnen zur Seite stehen, ihre Not zu lindern. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Eheleute in unserem Land, die sich einander entfremdet haben und miteinander sich schwer tun, schenke ihnen einen neuen Anfang und entzünde neu in ihnen die gegenseitige Liebe. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle jungen Menschen, schenke ihnen durch überzeugte Christen Halt, Orientierung und Wegweisung, damit sie hören, wozu du sie berufst. Christus, höre uns. Denn du, o Gott, liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Erhöre unser Gebet und schenke allen, für die wir dich bitten, dein Heil. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Barmherziger Gott, das heilige Opfer reinige uns von Sünden und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir den verheißenen Lohn erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir dir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen
Lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus will uns begegnen als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so dürfen wir ihn, den Friedensfürsten, bitten: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und auch mit dir. Thank you.
Seht das Lamm Gottes. Es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasset uns beten. Gott, du Spender alles Guten, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ganz recht herzlich laden wir Sie ein zur Vesper mit unserem Kölner Domkapitel um 18 Uhr heute am Dreikönigenschrein. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, dass ich auch in Ihrem Namen spreche, wenn ich unserem Domchor ein herzliches Danke und Vergelt's Gott sage, der unter Leitung von Herrn Metternich und Herrn Krebs die Missa in Brevis in G, Opus 151 von Josef Rheinberger uns zur Freude gesungen hat, aber auch zur Ehre Gottes. Herzlichen Dank. Ihnen allen wünsche ich jetzt noch einen guten, ruhigen Sonntag mit Freude, mit Leben in Ihrer Familie oder wo auch immer, die Sie diesen Tag verbringen. Lasst uns in das Gebet und den Segen auch die Menschen einschließen, um die wir uns sorgen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne und beschütze euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.